Hallo Menschen, ich möchte heute über die gelesenen Bücher aus dem Januar sprechen und das ging los mit einem, was ich wieder nicht zu Hause habe, weil ich es auf Arbeit las, und zwar ein Comic diesmal, Ein Sommer am See. Das fand ich gut, aber eher so nett, also nicht wirklich überwältigend. Es handelt von zwei jungen Mädchen, die sich immer nur in den Sommerferien treffen und dieses Mal ist es halt so der Sommer, bevor sie selbst wirklich so Jugendliche werden. Also ich glaube, das Alter wird nie direkt genannt, aber ich würde sagen, vielleicht so ungefähr 12. Das heißt, es ist definitiv eine Coming-of-Age-Geschichte und jeder hat so ein bisschen ihre eigenen kleinen Probleme, aber es gibt halt auch große, ernste Problematiken dahinter, so ein paar Familienzwiste. Und obwohl es natürlich auch schöne Momente und ein paar Witze gibt, hat das Ganze eher eine melancholische Erzählweise, was ich sehr mochte. Trotzdem denke ich, dass mich das halt, ich sag mal, selber so zwischen 14 und 17 mehr beeindruckt hätte, denn so fand ich es halt, ja, ganz gut, aber auch nicht weltbewegend oder ich konnte nicht mehr viel rausnehmen, sage ich mal. Die Zeichnungen sind ebenfalls, also nett. Sie sind so einfarbig lila-blau, würde ich sagen. Und es gibt schon Hintergründe, es ist detailliert, aber es ist irgendwie ein sehr einfacher Zeichenstil. Also es gibt jetzt zum Beispiel keine doppelseitigen, farbigen Großformate, sondern eher so ein bisschen gedrückt, ein bisschen leichter gezeichnet. Und ich fand es sehr, sehr passend zur Geschichte. Das heißt, so eine halbe Empfehlung hat mich jetzt nicht verändert, aber war ganz gut. Der erste Roman dieses Monats war dann Tess von Thomas Hardy. Dazu gibt es inzwischen auch eine Einzelrezension und ich kann es auf jeden Fall empfehlen, um es für dieses Video nochmal kurz zu machen. Es handelt vom Elend unserer Darstellerin, also unserer Protagonistin Tess, die einiges durchmachen muss, wird teilweise ausgenutzt, teilweise hat sie einfach auch Pech. Und was ich vor allem mochte, ist so der soziale Kommentar und die Kritik an der Doppelmoral der damaligen Zeit, auch teilweise an der Kirche bzw. an der organisierten Religion. Und Thomas Hardy macht das sehr, sehr gut, hat eine schöne Erzählweise und Details gibt es dann nochmal in dem anderen Video. Ebenfalls rezensiert habe ich, aber eher aus anderen Gründen, 1000 kleine Schritte von Tony Jordan, mein drittes Buch dieses Monats. Und das war einfach sehr überraschend, denn ich wusste vorher nur, dass es um eine Frau mit OCD geht und diese Zwangsstörung fand ich sehr interessant, darüber zu lesen. Aber dieses Buch entwickelt sich dann wirklich so zum Chick-Lit-Roman und hatte einige Klischees drin und eine Erzählweise, die ich wirklich nicht mochte, die ich auch nicht erwartet hätte, war einfach nicht mein Geschmack. Also für Leute, die so gerne Frauenliteratur lesen, würde ich es schon empfehlen, da durch dieses OCD-Thema halt noch so ein bisschen ein ernster Hintergrund reinkommt. Aber für mich war es leider nichts. Dem folgte dann The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde von Junot Diaz. Das ist eine Familiensaga, könnte man sagen. Also es geht nicht nur um Oscar, wie es draufsteht, sondern vor allem seine Mutter, seine Schwester und seinen Großvater behandelt man genauso intensiv. Und diese Familie wanderte eben in der Elterngeneration von Oscar aus der Dominikanischen Republik nach New York aus. Dementsprechend geht es halt viel um Neuanfang und Werte, die man eventuell mitnimmt oder die man auch in der neuen Gegend dann aufgibt, um Immigration allgemein eben und natürlich die Liebe. Oscar selbst ist aber ein übergewichtiger Science-Fiction- und Fantasy-Nerd und ich fand das so, so gut dargestellt. Es gibt manchmal Bücher oder auch echte Menschen, die sagen, oh ja, der ist total der Nerd und dann gibt es halt vielleicht mal eine einzige Star Wars-Referenz oder so und hier ist es nicht. Es ist voller Verweise und ich bin froh, dass ein Großteil davon aus dem Herrn der Ringe kommt, denn die kannte ich und die habe ich verstanden und vielleicht auch mal noch so ein bisschen Marvel-Comics und einige gingen auch wirklich an mir vorbei, aber das war so gut dargestellt und auch, also selbst wenn Oscar nicht direkt sympathisch ist, war er einfach so sympathisch beschrieben und ich kaufe das Junot Diaz halt total ab, dass der wirklich ein Nerd ist und entweder ist Junot Diaz selber einer gewesen oder hat so, so gut recherchiert, also sehr, sehr gut wiedergegeben. Allgemein, was die Verweise in diesem Buch betrifft, nicht nur Science Fiction Fantasy mäßig, glaube ich, dass ich die Hälfte nicht verstanden habe. Es liegt unter anderem daran, dass hier immer so ein Spanglish geredet wird, falls das ein Wort ist. Also wir haben halt die normale englische Sprache und dann viel, viel mit spanischen kleinen Sätzen oder Ausdrücken versehen, die teilweise in sehr, sehr humorvollen, ironischen Fußnoten erklärt werden. Das war auch absolut hilfreich für mich. Ich habe in diesem Buch mehr über die Dominikanische Republik gelernt als jemals zuvor. Ich möchte euch eine meiner Lieblingsfußnoten mal vorlesen oder erklären. Es soll eigentlich darum gehen, ein Wort zu erklären. Und da steht dann dahinter, dieses Wort wurde populär während der ersten amerikanischen Besatzung der Dominikanischen Republik von 1916 bis 1924. Und dann steht da in Klammern: Oh, ihr wusstet nicht, dass wir zweimal von den USA im 20. Jahrhundert besetzt wurden? Ach, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr mal Kinder habt, dann wissen die auch nicht mehr, dass die USA den Irak besetzte. Und das ist in so einer kleinen Fußnote eigentlich so eine große politische Kritik dahinter oder einfach auch so
Ja, ein ironischer, bissiger Kommentar, der gefiel mir sehr, sehr gut. Und so ist es oft in diesem Buch, dass die Fußnoten zwar auch wirklich etwas erklären, aber dabei halt auch so einen schönen, witzigen Ton dabei haben. Und man auch so ein bisschen die Eigenheiten des Herkunftslandes meiner Meinung nach sehr gut versteht. Dieses Buch weist auch ein wenig magischen Realismus auf, allerdings mochte ich das hier sehr, denn das wurde immer so beschrieben, dass man es mit dem Übernatürlichen erklären konnte, aber nicht musste. Das heißt, schon im Prolog wird uns eigentlich von dem Fuku erzählt, einem Fluch, kann man sagen. Aber wenn es dann halt zu solchen Fällen kommt, in dem der Erzähler, auf den ich auch gleich nochmal eingehe, von Fuku spricht, dann muss man es aber nicht unbedingt mit diesem Fuku erklären. Und das mochte ich sehr. Unser Ich-Erzähler, wie gerade schon angedeutet, ist ein junger Mann, weswegen es teilweise etwas flapsig wird. Das heißt, wir haben manchmal Fuck mit drin oder auch sehr, sehr körperliche Beschreibungen von Frauen, was ich an sich eigentlich nicht so mag. Ich muss aber zugeben, dass es eigentlich Sinn ergibt, auch später. Ich will euch jetzt noch nicht verraten, das ist kein großes Geheimnis, wer der Ich-Erzähler ist, aber es passt halt dazu, auch zur Verbindung mit Oscar und so. Ja, mehr will ich jetzt nicht sagen, aber war okay, obwohl ich persönlich nicht so ein Fan davon bin. Und was ich zum Schluss noch sagen kann, wenn man hört, ein Roman aus Südamerika mit einer Familiensaga und magischem Realismus, dann denkt man natürlich sofort an 100 Jahre Einsamkeit. Und falls es eine Kategorie mit diesen Kriterien gibt, dann ist The Brief Wonderful Life of Oscar Wilde aber wirklich ganz, ganz, ganz am anderen Ende von 100 Jahre Einsamkeit. Das mochte ich ja auch gar nicht so besonders, deswegen bin ich sehr froh darüber. Und das hier ist halt einfach viel, viel moderner und vom Stil her so, so anders. Also falls ihr bei diesen Kriterien jetzt dachtet, so, oh nee, sowas wie 100 Jahre Einsamkeit möchte ich nicht lesen, das hier ist es wirklich nicht. Es ist ganz, ganz anders und ich mochte es im Großen und Ganzen. Es war aber noch nicht ganz so gut wie mein Höhepunkt diesen Monat, und zwar ist das Deathless von Catherine M. Valenti. Das ist prinzipiell eine Fantasy-Geschichte, die vor und während des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetunion spielt, und dabei macht die ganz, ganz starke Anleihen eben an der slawischen Folklore, speziell am titelgebenden Kolschei, dem Todlosen, würde ich sagen. Also ich habe es ja auf Englisch gelesen, ich hoffe, auf Deutsch sagt man das dann so. Es ist aber jetzt nicht unbedingt Vorwissen nötig. Also ich habe dann so nach 20 Seiten oder so doch mal bei Wikipedia mal so ein bisschen geschaut, wer die Leute eigentlich sind und wie die ursprünglichen Mythen sind. Das hätte aber mein Vergnügen des Buches auch nicht gemindert, wenn ich es nicht gewusst hätte, sondern es hat mich einfach nur interessiert. Auch die Erzählweise erinnert stark an Märchen und nicht so diese moderne Fantasy, die vielleicht doch so mehr Richtung Episches tendiert. Und was ich damit meine, sind zum Beispiel gewisse Erzählweisen, die auf Wiederholung aufbauen. Ich möchte euch zum Beispiel den ersten Satz überhaupt des Buches vorlesen. There stood a long, thin house on a long, thin street. By a long, thin window, a child in a pale blue dress and pale green slippers waited for a bird to marry her. Ich glaube, daran merkt ihr schon, was ich meine. Das kennt man so aus Märchen und natürlich ist das nicht immer so. Das wäre ja furchtbar, so 300 Seiten in diesem Stil zu lesen, aber es kommt immer wieder vor und hat mir sehr gut gefallen. Auch inhaltlich von der Handlung her haben wir viele Märchentopoi. Es gibt zum Beispiel einen Moment, da muss sie so drei Aufgaben lösen, bevor sie irgendetwas anderes bekommt. Oder wie in dem Blaubart-Märchen oder Sage, darf sie sehr viel, aber eine einzige Sache ist ihr verboten und wenn sie das macht, dann kommt das große Elend. Über weite Strecken fand ich das ganz, ganz toll. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Es ist eben wie ein besser ausgearbeitetes, langes Märchen, auch mit vollen Charakteren, was man ja sonst eigentlich nicht so hat. In Märchen sind die Protagonisten ja eher so Schablonen, sage ich mal. Wir haben hier, wie anscheinend oft bei Catherine M. Valenti, auch definitiv feministische Untertöne, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Es gab nur eine einzige Stelle, da fand ich, dass die Handlung hier sich an so diesem Märchenvorbild entlanghangeln, ohne dass es so wirklich passend für die Charaktere war. Das ging mir da zu schnell. Ich hatte das Gefühl, das passt nicht dazu. Sie hätten eigentlich anders gehandelt. Es wurde dann im Nachhinein so ein bisschen erklärt. War nicht ganz so meins an der Stelle, aber das konnte mein Wohlwollen diesem Buch gegenüber definitiv nicht mindern. Ich fand das ganz, ganz, ganz toll. Vor allem die Sprache. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die Sprache bei mir so viel rausreißt und dass ich das Buch wahrscheinlich auch etwas in den Himmel lobe. Obwohl es vielleicht ein paar Fehler hat, aber die Sprache hat so viel rausgerissen und dafür möchte ich euch auch nochmal zwei Beispiele geben. Alexandra. Her apron embroidered with a moth's delicacy. Her arms muscled from Augean with sheep. Once told Maria Morevna that her husband was visited by the same dream as her neighbor of the white ants and the rat and had wept in his sleep for weeks. She kisses Nikolai's knuckles where dreams live until he quiets. But then she herself cannot sleep and watches the stars spell out the words of a long poem from the warmth of her bed. Und ein zweites Beispiel. A ration card says, This much life we have eluted you. It says, This much death we can keep from your door, but no more. It says,
In Leningrad, there is only so much life to go around. It says, the only thing not rationed in Leningrad is death. Und ich liebe es. Ich finde es so, so toll. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass nicht nur so Märchenanleihen dabei sind, sondern auch historische Verweise. Ganz am Anfang werden zum Beispiel die Schwester und unsere Protagonistin an drei Männer verheiratet. Und da kommt der erste und sagt so, ich gehöre zur Leibgarde des Zaren und ich werde deiner Tochter viele Kleider geben. Ich habe weite Felder. Und dann schreibt diese Tochter einen Brief nach Hause, in which her verbs build castles and her datives sprung up like well-tended roses. Spricht man Dativ auf Englisch datives aus? Naja, dann kommt die zweite Tochter und da kommt eben ein Offizier der Weißen Armee und sagt ihm auch so, ich habe Häuser, Essen und Schmuck. Und diese Tochter schreibt nach Hause Briefe, in which her verbs danced in square patterns and her datives were laid out like tables set for feasting. Und dann kommt der dritte und der gehört zur Roten Armee und er sagt so, ja, ich habe Häuser und Felder und die werden gerecht zwischen allen Menschen geteilt. Und diese Tochter schreibt nach Hause, properly worded letters in which her verbs were distributed fairly among the nouns and her datives ask for no more than they required. Und das finde ich so toll, wie in einer kurzen Zeit ja eigentlich so ein kleiner versteckter geschichtlicher Abriss erfolgt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und allgemein finde ich einfach toll, absolute Empfehlung, vor allem für die Sprache und dieses traumhafte Setting wieder mal. Auch wie gesagt, diese slawische Folklore fand ich ganz, ganz toll, würde ich gerne mehr in die Richtung lesen, gefiel mir sehr, sehr gut. Danach las ich diesen Gedichtband von Oskar Loerke, den habe ich von First Hand an Weihnachten geschenkt bekommen. Und auch wenn das jetzt für viele Leute abschreckend klingt, aber was mir an dem vor allem gefallen hat, ist, dass mich die Gedichte tatsächlich wieder mal ein bisschen an die Lyrik erinnert hat, die man in der Schule so analysieren musste. Ich weiß, dass das erstmal ganz schlimm klingt und ich mag ja eigentlich auch über moderne Lyrik, aber das hat mir so gut gefallen. Man hat die Gedichte halt nicht intuitiv verstanden, sondern man musste wirklich mal wieder nachdenken. Und es gefiel mir, dass das halt nicht einfach so, ich habe das nicht so vor mich hingelesen, sondern ich musste mich hinsetzen und mal wieder überlegen, was ist denn da dahinter, was bedeutet das denn? Und als Abwechslung zwischendurch fand ich das richtig, richtig gut. Es wirkt natürlich etwas steifer als moderne Lyrik, aber dadurch für mich auch wieder mal interessant. Und ich möchte euch, möchte euch mein, oder eines meiner Lieblingsgedichte aus dem Buch mal vorlesen. Ist nicht sehr lang. Die Häupter des Waldes sind in Todesgedanken vergraben. Licht liegt in ihnen neugeboren. Der Wanderer und sein Pfad, sie haben einander eben mittenwegs verloren. Gras steht an ihrer Stätte, lattig, Nachtschattenblüten verwunderte. Vorwärts und rückwärts hängen schwere, tief verstaubte Jahrhunderte. Also ganz, ganz toll. Vielen Dank nochmal. Hat mir gut gefallen. Dem folgte dann das letzte Wort von Alina Graydon, falls man sie so ausspricht. Das ist ein Science-Fiction-Roman, der nicht sehr weit in der Zukunft spielt. Und es geht darum, dass die Menschen allmählich die Fähigkeit zu sprechen und zu lesen verlieren. Es ist so, dass sie halt bestimmte Wörter immer wieder nachschlagen und nicht mehr selbst lernen. Dazu dienen ihnen die Memes. Das sind wie weiterentwickelte Smartphones. Und sie verlassen sich halt immer mehr auf die, also auch wenn man früher mal so ein Fremdwort nachgeschlagen hat, was ja nicht so schlimm ist, dann wird das jetzt immer mehr und auch alltägliche Wörter werden nachgeschlagen. Und die Memes nehmen halt immer einen größeren Einfluss auf sie. Sie fangen zum Beispiel auch an, unterbewusst, also während man das nur unterbewusst denkt, für einen schon ein Taxi zu rufen und während man noch nicht mal den Entschluss gefasst hat. Und dann gibt es nochmal so einen speziellen Auslöser, den ich euch noch nicht verraten möchte, wodurch die sogenannte Wortgrippe entsteht, die auch schon hinten drauf definiert wird, was dann halt extreme Ausmaße annimmt bis zum tatsächlichen Tod. Also es geht nicht nur darum, dass man dann Wörter vergisst, sondern hat halt Auswirkungen auf alles, auf die Wirtschaft auch und so weiter und so fort. Das heißt, es geht viel um Bedeutungs- und Sprachverlust und diese Welt und die Idee fand ich ganz, ganz großartig. Was ich nicht so nachvollziehen konnte, ist, warum die Autorin das so nah in unsere Zukunft setzt. Es gibt einen Moment, da wird beschrieben, vor 10 Jahren sind E-Book-Reader bekannt geworden, verbreitet gewesen. Jetzt habe ich das mal gegoogelt, seit wann es E-Book-Reader eigentlich gibt. Also die ersten Formen gab es auch schon in den 90ern, aber seit 2007 gibt es den Kindle. Und selbst wenn man das nicht als Datum nimmt, sondern sagt, okay, da muss das sich erstmal etablieren, aber ich sage mal spätestens 2010, oder? Also seit 5 Jahren gibt es doch definitiv E-Book-Reader. Dann würde ich sagen, dann spielt das Buch halt 2020. Und das ist mir viel zu nah. Ich finde, dadurch wird es halt unrealistisch. Ich konnte mir dann nicht vorstellen, dass die Welt sich so entwickelt hat. Also solange nicht mal wirklich die Sprachfunktion in Handys ordentlich funktioniert, glaube ich nicht, dass es Memes gibt, die unsere Gedanken schon lesen können.
Und das hat mich immer wieder aufgestoßen, denn die restliche Welt ist zum Großteil wie unseres. Es gibt halt schon einen größeren Verfall, so was gedruckte Bücher und Bibliotheken angeht, aber sonst ist es genau unsere Welt, nur diese Memes nicht. Und ich habe das nicht verstanden, warum es halt so nah an unserer Zukunft sitzt. Ich muss auch sagen, dass mich die Ich-Perspektive am Anfang ganz schön genervt hat. Wir haben halt unsere Ich-Erzählerin in den einen Kapiteln und die hat halt gerade eine Trennung durchgemacht und ständig geht es um diesen Ex-Freund. Die ganze Zeit so, ah ja, ich liebe ihn ja wahrscheinlich doch noch, aber der war die ganze Zeit so schlimm zu mir und der war wirklich ein großes, großes Arschloch. Und sie denkt die ganze Zeit noch an ihn zurück. Und dann wechselt es in einen Tagebucheintrag eines männlichen Erzählers, der unsere erste Ich-Erzählerin auch kennt und der sie schon lange heimlich liebt. Und der denkt halt die ganze Zeit auch ungefähr in derselben Art an sie, wie sie an ihren Ex-Freund. Und denkt sie so, ach ja, die ist so toll und durch ihre Unperfektheit wird sie erst perfekt. Und dann wechselt es wieder zu unserer Ich-Erzählerin und die denkt wiederum über den Tagebuchschreiber nach und sagt sich so, ach ja, der ist ja schon so lange hier, aber der will ja bestimmt nichts von mir. Ich dachte erst wirklich so, mein Gott, dieses Teenager-Drama, das brauche ich wirklich nicht. Muss aber sagen, dass die Ich-Perspektive später dann Sinn ergibt, vor allem wenn es dann um diese ganzen Wortverluste geht, was vor allem in diesem Tagebuch ganz, ganz toll wiedergegeben wird. Ich möchte euch da einfach mal ein Beispiel vorlesen, denn die Menschen verlernen halt zunehmend das Reden und reden dann auch so Kuddelmuddel und hier steht zum Beispiel dann, wenn ich Ihnen zeigen kann, Breweg weit vor dem Wurme geschah, dass ich, meine ich, damit zu tun hatte, nichts davon, Ezet Lamek, meine Schuld. Genau, so ist es dann. Und das war eigentlich ganz interessant, dass er das vor allem dann später merkt, so was habe ich denn hier geschrieben, oh Gott, wie geht's denn hier voran, was passiert denn hier gerade? Und das war eigentlich ganz interessant. Genauso toll fand ich einige Anleihen und direkte Verweise auf Hegel und seine Sprachphilosophie. Einfach, weil ich mich schon sehr, sehr lange nicht mehr damit beschäftigt habe. Es nimmt jetzt auch keinen Riesenteil davon ein, aber gerade am Anfang wird da durchaus drauf eingegangen und gefiel mir sehr, sehr gut, einfach damit ich mich auch mal wieder ein bisschen mit sowas beschäftigen kann. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich einen gewissen Satz auf dem Buchrücken vorher nicht gelesen hatte, weil ich das Buch entweder online oder in der Verlagsvorschau sah, denn der hätte mich echt abgeschreckt. Ich möchte ihn euch kurz vorlesen. In das letzte Wort hält Alina Greeden der WhatsApp-Generation einen Spiegel vor Augen. Oh, und das ist so unpassend. Das ist wirklich nicht, worum es in diesem Buch geht. Natürlich geht es um die Liebe zum gedruckten Buch und zur Sprache allgemein, aber es ist eben keine irgendwie Verteufelung elektronischer Kommunikation. Und nur weil man eine WhatsApp-Nachricht schickt, heißt das ja nicht, dass man nicht mehr kommunizieren kann. Das fand ich so, also echt, ehrlich gesagt, so ein bisschen bescheuert, wie sie das dahin formuliert haben. Darum geht's nicht. Punkt. Und um das am Ende nochmal zu verdeutlichen, ich fand den Sprachaspekt sehr, sehr interessant, kann das Buch im Ganzen aber noch nicht euphorisch empfehlen. Also irgendwas hat mir gefehlt. Es war halt dann einfach so, okay, es war halt so ein bisschen in Action und Verschwörungsplot auch dahinter. Wer ist daran schuld, dass das mit diesem Sprachzeug alles passiert? Ja, es war interessant, hat mich aber jetzt noch nicht absolut überzeugt oder mein Leben geändert oder dergleichen. So unterhaltsam für zwischendurch, würde ich sagen. Ähnlich war es dann auch mit dem nächsten. Das ist ein ganz, ganz dünnes kleines Büchlein, nämlich Aus Liebe zum Buch von Anne Patchett, heißt sie, glaube ich. Auch etwas, was ich auf Arbeit gelesen habe. Und allgemein ist das so eine Liebeserklärung an die unabhängigen Buchhandlungen und dann aber speziell nochmal die Geschichte, wie eben Anne Patchett ihre eigene Buchhandlung gründete. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es mir selber nicht gekauft. Es sind halt 64 Seiten. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, Bücher über Bücher sind halt so ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Ich habe jetzt auch nichts Neues gelernt. Das heißt, ich gebe ihr mit allem, was da drin steht, irgendwie recht. Also ich finde unabhängige Buchhandlungen auch toll und wichtig und unterstützenswert. Und gedruckte Bücher sind immer wieder schön. Sie hat auch eine sehr kritische Meinung zu Amazon, was ich ja durchaus auch teile. Aber ja, also dafür muss ich halt so dieses kleine Essay nicht unbedingt lesen. Es ist halt irgendwie so ein bisschen, man liest es, um sich selbst bestätigt zu finden, aber da habe ich jetzt nichts Neues gelernt. Also ich würde sagen, so was Kleines zwischendurch, ja, und ich gebe mit einem recht und Bücher sind toll, yay, aber ja, es war halt so ein kleines, wir lieben Bücher, wup, wup. Ja. Danach las ich die Autobiografie von Marcel Reich-Ranitzky. Ich hatte vorher auf Instagram geschrieben, dass ich ihm irgendwie sehr indifferent gegenüberstehe. Ich habe keine wirkliche Meinung zu ihm, es ist so ein großes Schulterzucken in mir und das hätte ich durch die Lektüre gern geändert. Muss aber sagen, dass ich nach dem Lesen eigentlich genauso ist. Er ist mir an keiner Stelle so richtig, richtig nahe gekommen. Also war wahrscheinlich auch nicht sein Ziel, muss er ja auch nicht, aber ich hätte das irgendwie gerne gehabt. Es ist jetzt auch nicht so trocken wie ein Bericht, aber ich fand es auch nie so total persönlich. Und manchmal hatte ich das Gefühl, ich meine, das ist jetzt auch nicht böse, aber es wirkt eher so wie ein Wikipedia-Artikel. Also er erzählt uns das jetzt so, halt in Ich-Perspektive, aber es ist nicht so, ja, nahegehend für mich gewesen. Natürlich war das ein sehr, sehr volles, großes Leben. Also gerade was so während des Zweiten Weltkrieges mit ihm passiert ist und dann diese 1000 Schriftsteller und Intellektuellen, die er trifft und mit denen er auch immer etwas zu reden hat, was ich ja so
eindrucksvoll finde. Das war sehr interessant zu lesen, aber halt nicht wirklich nahegehend. Was eventuell auch daran liegt, und ich sage das jetzt wirklich nicht mit Häme, so nach dem Motto, der Kritiker schreibt so und so, aber dass ich finde, die Erzählweise ist konstant gut, wirklich gut, aber auch nie irgendwie besonders. Also es gab jetzt keine Stellen, die ich irgendwie angestrichen hätte, weil sie so toll formuliert werden, wo ich sage, Mensch, der schreibt ja hier wie verrückt, sondern ja, er schreibt halt so sein Leben und gut ist. Sein Hauptstilmittel ist, dass er sich selbst Fragen stellt. Zum Beispiel sowas wie, war es nun wirklich intelligent, nach Polen zurückzukehren? Fragwürdig war es bestimmt. Und die ersten Male fand ich das noch ganz gut. Vor allem, weil er teilweise sich selbst auch ein bisschen in Frage stellt. Aber so nach dem 10. Mal denkt man sich dann halt so, muss er sich wirklich jetzt diese Frage stellen? Denn er erzählt es uns ja sowieso. Da muss er sich ja vorher nicht erst fragen. Und genauso ist es mit dem zweiten Hauptstilmittel, was er noch so hat. Das wäre der Fakt, dass er uns immer erstmal einen neuen Menschen so vorstellt, im Sinne von, dann habe ich einen Mann getroffen und mit dem passierte das und das und der hatte diese lustige Anekdote und er sagt uns noch nicht, wer es ist. Und die ersten paar Male dachte ich mir noch, ja, das ist ganz spannend, vielleicht kann ich ja schon herausfinden, wer es ist, ohne dass er es mir sagt. Und auch hier ist es so, beim 10. Mal denkt man sich dann, mein Gott, jetzt sag mir doch einfach, wen du getroffen hast, dann musst du doch jetzt hier nicht so ein kleines Rätselspiel draus machen. Für mich lebt dieses Buch von den literarischen Verweisen und den Anekdoten über Schriftsteller. Darauf muss man sich übrigens auch einlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nachdem er so seine Existenz selber gesichert hat, finde ich, dass dieses Buch eigentlich viel, viel mehr um andere Schriftsteller geht als um ihn. Also er erzählt dann immer so Anekdoten und natürlich hat er die Leute auch getroffen, aber es geht dann eigentlich viel mehr um sie und man lernt mehr über sie als über ihn. Aber wie gesagt, ich fand das sehr, sehr interessant. Er greift natürlich auch immer wieder dieses Thema auf Deutsche und Juden und deutsche Juden, was etwas ist, über das ich schon mehrmals gelesen habe. Und auch wenn es teilweise immer das Gleiche ist, kommen immer wieder neue Aspekte herein und er macht das auch sehr, sehr gut, sehr interessant. Allgemein ist es aber keine Empfehlung, die ich irgendwie so jedem ausspreche oder vor allem Leuten, die vielleicht noch nie eine Biografie gelesen haben, dass ich sage, Mensch, das ist aber großartig. Es war halt literarisch okay und vom Mensch her auch okay und ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Und als letztes diesen Monat las ich Das Nachtasyl von Maxim Gorki. Hier folgen wir so 15 Menschen eben in einem Nachtasyl, was wie eine Herberge für Arme ist. Und das sind alles eher so ein bisschen dubiose Gestalten, also teilweise aus dem kriminellen Milieu oder zumindest ein bisschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen, also Arbeitslose, Prostituierte. Und der Umgang miteinander ist halt sehr herzlos. Also selbst wenn sie irgendwie mal so eine Sauftour miteinander machen, entsteht aus diesem Elend trotzdem keine wirkliche Gemeinschaft. Die meisten sind dem Alkohol sehr zugetan. Teilweise halt auch so der Spielerei und verzocken ihr Geld sofort wieder. Was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass eigentlich alle Namen haben, außer der Schauspieler und der Baron. Und das sind auch die einzigen, die so ein bisschen von einer schönen Vergangenheit träumen. Also die anderen haben sich eigentlich alle mit ihrer Situation abgefunden oder haben vielleicht so minimale Hoffnungen für eine Zukunft. Aber definitiv nichts Schönes, auf was sie zurückblicken. Und diese zwei sind da die Ausnahme. Ebenfalls aus der Reihe fällt ein bisschen der Pilger Luca, der nur mal kurz hier hereinschneit und versucht, etwas Güte und Menschlichkeit zu verbreiten. Was aber nicht so wirklich gelingt, zumindest nicht auf Dauer. Und das heißt, dieses ganze Buch schreit nach Naturalismus. Es kreuzt eigentlich alle Kriterien ab. Fand ich sehr, sehr interessant. Es gab auch so viele Stellen, die ich angestrichen habe. Und diese Milieubeschreibungen, diese Aspekte waren richtig toll. Und trotzdem ist es bei mir und Naturalismus oft so, dass ich das halt lese und interessant finde und am Ende dastehe und mir frage, und nun? Also ist halt so eine Hoffnungslosigkeit immer am Ende. Man beschreibt einfach nur dieses Elend und mehr ist halt nicht. Aber wie gesagt, sehr interessant, auch für dieses kurze Büchlein. Und gerade auf Arbeit beendete ich dann noch Ein Leben mehr. Das war gut, weil das mich auch nicht total begeistert hat. Wir folgen hauptsächlich so drei Männern, die aus der Normalgesellschaft so ein bisschen ausgeschieden sind, die sich in Berghütten zurückgezogen haben und dann wird das Ganze etwas aufgewühlt durch den Besuch einer Fotografin und später auch noch einer anderen Dame. Und das Ganze war vor allem sehr, sehr ruhig erzählt, auch sehr unaufgeregt, geradlinig, gefiel mir gut. Und ich mochte diese Menschen vor allem, wie trocken sie teilweise über den Tod nachgedacht haben. Das war sehr interessant und würde es so empfehlen für jemanden, der quasi ein bisschen runterkommen will, mal eine ruhige Lektüre. Aber wie gesagt, das hat jetzt auch mein Leben nicht verändert. Das habe ich jetzt schon mehrmals in diesem Video gesagt. Ja, und das waren dann alle Bücher im Januar. Was ich noch erwähnen wollte, ich habe jetzt einen Instagram-Account. Also falls ihr da vorbeischauen wollt, das sind hauptsächlich Bücher bis jetzt und ganz selten auch mal ein Gesicht. Und ansonsten bin ich natürlich immer wieder gespannt über Kommentare zu den Büchern, die ich gelesen habe, was ihr davon hieltet. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald!